Man kann sich an die Wahlplakate unserer Politiker von heute erinnert fühlen, wenn man an den Skulpturen der antiken Kaiser in der antiken Abteilung des Landesmuseums entlangschreitet. Jedes Gesicht makellos, von keiner Falte verunziert, reine Schönfärberei damals wie heute. Ein Meister in dieser Schönfärberei war Augustus, der sich noch mit über 70 als rüstiger 40er porträtieren ließ, so Sabrina Feikert, Archäologin am Landesmuseum. Augustus wird hier dargestellt als junger Mann, erhaben, autoritär, mit sehr ruhigen, moderaten Zügen. Aber natürlich wird der Sohn nicht nur dargestellt, als er jung ist, sondern auch noch in seinen 70ern als älterer Herrscher. Und selbstverständlich wird hier auch nicht gezeigt, wenn Augustus mal wütend wird, sondern Augustus zeigt in seinen Porträts, wie alle Kaiser nach ihm, nur seine besten Züge, nur das Programm, das er nach außen vermitteln möchte, soll heißen, er zeigt sich als starker Herrscher, der sehr souverän ist. Einen Unterschied zu heute gibt es allerdings doch. Bei den Römern eiferten die führenden Gesellschaftsschichten diesen Kaisern nach und versuchten, so auszusehen wie sie. Und nicht nur mit ihren Kaisern identifizierten sie sich, auch mit den Helden aus der Mythologie, ob sie nun Herakles hießen oder auch Zeus. Ihre Taten zierten die Villen der Reichen an den Wänden. Hier geht es darum, dass Besitzer dieser Häuser zeigen konnten, dass ihre Bildung einfach eine klassische war, dass sie sich mit den griechischen Mythen auskannten. Zugleich wählte man die Motive aber so, dass sie die Bedeutung der Räume unterstrichen. Das heißt zum Beispiel, in den Schlafzimmern fanden sich sehr häufig die Liebschaften des Zeus abgebildet, wie eben hier Danae, über die der Goldregen, also Zeus in seiner versteckten Gestalt, ausgeschüttet wird. Oder nebenan Leda mit dem Schwan. Auch der Schwan ist natürlich kein anderer als der Gott Zeus. Und rechter Hand eben Hermaphroditos, der das weibliche und das männliche Geschlecht miteinander vereint. Die Ausstellung kreist um drei große Themenkomplexe, die das Leben in der Antike anschaulich bebildern und zeigen, wie sehr sich etwa Griechen und Römern mit ihren Vorstellungen glichen. Mag der Göttervater bei den Griechen auch Jupiter geheißen haben und bei den Römern Zeus, die Göttin der Schönheit und Liebe Aphrodite bei den Griechen und Venus bei den Römern, sie glichen sich doch erstaunlich. Und auch wenn es um das Jenseits ging, hatten beide Kulturen ähnliche Vorstellungen, nämlich die einer düsteren, kargen Welt. Und doch gab es auch Unterschiede, etwa bei den Grabbeilagen. Die Römer knauserten, wenn es um die Grabausstattung ging. Diese sind sehr spärlich ausgestattet, da es ein freudloser Ort ist, an dem man eben nicht tafelt, sondern man bekommt nur mitgegeben eine kleine Öllampe, die das Jenseits erleuchten soll, eine Münze, die Charon, den Fährmann über den Fluss ins Jenseits, in die Totenwelt, bezahlen soll, und ein kleines Salbgefäß. Ganz anders die Griechen, bei denen man zwar auch über einen Fluss in eine düstere Unterwelt übersetzte, aber als Toter dafür doch durchaus prunkvoll ausgestattet war. Allerdings ist es bei den Griechen sehr wichtig, dass man den Status und den Reichtum der eigenen Familie demonstriert. Und das tut man eben auch bei den Beigaben, die man ins Grab mitgibt. Zum Beispiel, indem man prunkvolle Gefäße beigibt, die dann auch häufig am Grab für Opfergaben aufgestellt werden, für Speisen- und Trankopfer. Oder die eben hier, wie man es auch sieht, schon in mykenischer Zeit, als Schmuckbeigabe beigegeben werden, wo dann eben Gold und Silber, was sich eben nicht jeder leisten kann, demonstrieren soll, wie reich die Familie des Verstorbenen gewesen ist. Völlig anders die Etrusker. Dieses heute immer noch rätselhafte Volk, das von den Römern vertrieben wurde und keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen hat, verfügte über eine ganz eigene Kultur. Ihre Welt der Götter beispielsweise war bevölkert von zahlreichen geflügelten weiblichen Dämonen. Und die Existenz nach dem Tod stellten sie sich als prunkvolles Gastmahl mit all den bereits verblichenen Ahnen vor. Entsprechend reich waren die Grabbeilagen. Das heißt, man tafelt mit den eigenen Ahnen, mit der eigenen Familie. Man braucht all die Luxusgegenstände, wie zum Beispiel prunkvolle Spiegel oder prunkvolle Gefäße, Tafelgeschirr, die man auch im Diesseits braucht. Man gibt Jagdwaffen bei, man gibt normale Waffen bei. Vor allem aber zeigt die neue Antikenausstellung im Landesmuseum, dass wir von den Menschen der Antike lernen können. Zwar folgten die großen Kulturen aufeinander. Alexander der Große eroberte das alte Ägypten, die Römer lösten die Herrschaft der Griechen ab. Und doch waren diese Kulturen geprägt von einem interkulturellen Bewusstsein. Dieses interkulturelle Denken hielt sich jahrhundertelang. 200 Jahre vor Christi Geburt beispielsweise entstand eine Personifikation des Flusses Nil. Der Nil, für die Ägypter schon immer einer der größten Götter, wird hier personifiziert, in griechischem Gewand dargestellt, als typisch griechischer Flussgott, bärtig mit wallendem Haar.
Er stützt sich mit dem linken Arm auf ein kleines Nilpferd, das zeigt eben an, dass es der Gott des Nils ist. Und er trägt im linken Arm auch ein Füllhorn, ein typisch griechisches Zeichen für Fruchtbarkeit, wie der Nil auch schon bei den Ägyptern verehrt worden ist. Und ein halbes Jahrhundert nach Christus entstand ein Mumienporträt der Irene. Das ist einerseits die ägyptische Tradition der Mumifizierung, andererseits die römische Tafelmalereikunst, die eben hier in diesem Porträt wiedergespiegelt wird. Und andererseits sieht man eben auch an dieser Person, die hier dargestellt ist, selbst die interkulturelle Gesellschaft. Denn der Name der jungen Dame, die hier bestattet wurde, ist Irene, Tochter des Silvanos und der Senpnutis. Irene selbst ein griechischer Name, Silvanos ein römischstämmiger Name und Senpnutis ein klassisch ägyptischer Name.